Ich möchte über Mut sprechen. Ich weiß nicht, ob das eine Lehre oder nicht eher eine Ermunterung ist, weil es in meinen Notizen nichts gibt, was Sie nicht schon gehört haben. Manchmal, wenn Jesus kommt und sagt, werf das Netz auf der anderen Seite aus, ist es keine neue Offenbarung, sondern das einfache Wiederholen der gleichen Sache, die wirklich einen Unterschied macht. Wir haben gebetet und gemeinsam unter Bills Leitung den Eindruck gehabt, dass wir zu einigen Dingen, die wir gelehrt haben, zurückgehen und diese Grundlagen verstärken sollen. Eigentlich hatte ich eine Predigt über Hoffnung vorbereitet. Und gestern Abend, als wir vom Abendessen nach Hause fuhren, hatte ich den Eindruck, dass der Herr sagte, ich möchte, dass du über Mut sprichst. Also möchte ich heute über Mut sprechen. Als erstes möchte ich sagen, dass Furcht nicht ihr Freund ist. So viele Menschen reduzieren ihr Leben, um ihre Furcht unterzubringen. Ich habe über Menschen gebetet, auf denen sie Furcht spüren konnten. Übrigens, ich habe selbst oft Furcht gehabt, das ist also keine Anschuldigung, aber manchmal beschäftigen sie sich mit dem Geist von Menschen und denken, wow, ich spüre Furcht. Und sie fragen, wovor haben Sie Angst? Und sie sagen, ich habe vor gar nichts Angst. Es gibt gar nichts, wovor ich Angst habe. Aber zum Beispiel, wenn Sie Flugangst haben und niemals in ein Flugzeug steigen, spüren Sie kein Gefühl der Furcht, weil sie ihr Leben reduziert haben, um sie unterzubringen. Häufig, wenn wir über Furcht sprechen, sprechen wir über das emotionale Gefühl der Furcht und nicht den tatsächlichen, praktischen Teil der Tatsache, dass ich keine Furcht fühle, weil ich mein Leben so reduziert habe, dass ich das Gefühl der Furcht nicht habe. Aber in Wahrheit reduziere ich mein Leben immer weiter, bis ich eines Tages in einer Ecke sitze und auf meinen Nabel starre. Ich möchte Ihnen sagen, dass die Hunde des Unheils vor den Toren der Bestimmung stehen. Die Hunde des Unheils stehen vor den Toren der Bestimmung. Die meisten Leute kommen nicht in ihre Bestimmung, weil die Hunde anfangen zu bellen, wenn man sich ihnen nähert. Das ist eine Metapher. Ich will darauf hinaus, dass wir, statt uns hineinzudrängen, statt uns an den Hunden des Unheils vorbeizudrängen, eine Kehrtwende machen und uns selbst darauf reduzieren, es uns bequem zu machen, statt fruchtbar zu sein. Heute möchte ich über Mut sprechen. Gehen Sie bitte zu Josua 1. Es ist schwer, über Mut zu sprechen, ohne zumindest auf Josua hinzuweisen. Mose war gerade gestorben, oder zumindest hatte die Nachricht Josua gerade erreicht. Mose war zu dieser Zeit vielleicht einer der berühmtesten Anführer in der Weltgeschichte, aber definitiv der berühmteste Anführer in der Geschichte Israels. Er wird als einer von drei Männern im Alten Testament beschrieben, die Freunde Gottes waren. Es heißt von Mose, dass er zu Gott redete, wie ein Mann mit seinem Freund redete. Er redete mit Gott von Angesicht zu Angesicht. Eine Übersetzung sagt, von Mund zu Mund. Das ist der Mann, der gerade gestorben war. Gott gab Mose den Auftrag, das Volk aus Ägypten in das gelobte Land zu führen. Dieser Mann, dieser berühmte General, dieser große Erweckungsträger, dieser Freund Gottes, dieser Mann, der sich in Zeichen und Wundern bewegte, dieser Mann, den Gott benutzt hatte, um das Rote Meer zu teilen, um Plagen über Ägypten zu bringen, dieser Mann scheiterte an seinem ultimativen Ziel, das Volk aus Ägypten bis ins gelobte Land zu bringen. Und jetzt sagt Gott zu Josua: Hör zu, wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Wäre ich Josua, würde ich denken, und Herr ist gescheitert. Ich liebe dieses Kapitel, denn im Kontext von Josuas Leben musste er verängstigt sein. Gott hatte Josua gerade gesagt, Mose ist tot. Und jetzt, noch bevor Zeit ist, seinen Tod zu betrauern, sagt er zu ihm, und ich habe dich dazu bestimmt, das Volk zu führen. Sie können sich vorstellen, dass das keine gute Nachricht sein kann. Ich möchte zu Vers 6 gehen und einige der Anweisungen lesen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ihnen zu geben, ich ihren Vätern geschworen habe. Manchmal ist es einfacher, Mut zu haben, wenn sie erkennen, dass der Mut nicht für sie selber ist, sondern für die Menschen, für deren Bestimmung sie ein Katalysator sein sollen. Manchmal ist es leichter, sich niederzukauern, wenn es nur einen selbst betrifft. Aber sie leben nicht für sich selbst.
Sie leben für andere Menschen. Wenn der Zweck ihres Lebens darin besteht, ihre Bestimmung zu erfüllen und es nur um sie geht und ihre Bestimmung nicht die Bestimmung anderer Menschen einschließt, haben sie nicht Gottes Zweck im Sinn. Denn das Ziel ist, unser Leben für andere Menschen hinzugeben. Manchmal werden wir so, wenn Sie so wollen, egozentrisch, dass wir vergessen, dass wenn ich keinen Mut habe, ich tatsächlich das gelobte Land eines anderen wegnehme, weil ich ein Katalysator für die Bestimmung anderer Menschen bin. Josua, du musst stark und mutig sein. Warum? Weil ich diesen Menschen das gelobte Land verheißen habe. Ich habe ihnen Land verheißen. Wenn du nicht stark bist, werden sie ihr Land nicht bekommen. Ich möchte darauf hinweisen, dass Gott alles selbst tun kann, er es aber selten tut. Er hat oft eine Esther. Er hat oft einen Barnabas, er hat oft einen Petrus, er hat oft einen David, er hat oft einen Josua. Er hat oft jemanden, der ein Katalysator für den Durchbruch in das gelobte Land anderer ist. Ich habe einen Traum. Nein, ich bin nicht Martin Luther King, aber ich habe auch einen. Dieser Traum ist, eine Gruppe von mutigen Menschen heranzuziehen, die ihre göttliche Bestimmung erfüllen werden, was auch immer das ist. Denn gemeinsam, wenn sie ihre Bestimmung erfüllen und sie ihre Bestimmung erfüllen, gemeinsam wird das Königreich auf eine Weise kommen, die Gott geplant hat. Ich habe nicht den Luxus, Furcht zu haben, wenn ich weiß, dass meine Furcht ihnen ihr gelobtes Land vorenthält. Guter Punkt, Chris. Nächster Vers. Nur sei recht stark und mutig. Nun, wo haben wir das bereits gehört? Im vorherigen Vers. Dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir nicht nur Mut brauchen, wir brauchen Werte. Ich meine, Bankräuber sind mutig. Manche Menschen sind so mutig, dass sie denken, du musst weniger mutig und mehr respektvoll sein. Denken Sie an soziale Medien. Ich werde sagen, was ich fühle. Ich denke, und ich werde sie ins Fegefeuer verbannen. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig? Erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Das ist einfach so kraftvoll. Nun, wir haben einige der vorherigen Verse nicht gelesen, in denen Gott sagt, dass er Josua erfolgreich machen wird. Aber ich liebe diese Verse, weil darin betont wird, dass Josua tatsächlich eine Verantwortung hat, sich selbst erfolgreich zu machen. Und Gott hat Erfolg bereits für Josua definiert. Josua, du wirst zum Ziel gelangen und erfolgreich sein. Wie wirst du Erfolg messen? Indem du sicherstellst, dass sie ihr gelobtes Land erreichen. Wie viele wissen, dass wenn mein Erfolg nicht daran gebunden ist, dass andere Menschen erfolgreich sind, das nicht Gottes Plan ist? Ich liebe diesen Teil, dass wir Mut haben müssen, damit andere Menschen tatsächlich Mut haben können. Damit andere Menschen tatsächlich den Plan Gottes in ihrem Leben erfüllt bekommen. Manchmal, wenn wir an Mut denken, denken wir an die Emotion. Ja, ich bin so mutig. Leute sagen Dinge zu uns wie, du bist furchtlos. Die einzigen furchtlosen Menschen, die ich hier kennengelernt habe, sind alle geisteskrank. Sie haben einige von ihnen getroffen, richtig? Sie denken, du bist verrückt. Ich glaube nicht, dass Mut die Abwesenheit von Furcht ist. Ich glaube, dass Mut die Gegenwart von Beharrlichkeit ist. Ich glaube, Mut ist das, was geschieht, wenn Furcht ihre Gebete sagt. Ich glaube nicht, dass es bedeutet, dass ich kein Gefühl der Furcht spüre, sondern dass ich mir von ihr nicht vorschreiben lasse, was ich tun soll. Joyce Meyer hat ein Buch geschrieben. Ihr Sohn hat es mir geschickt. Ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber der Titel des Buches reicht für mich aus. Es heißt Do It Afraid. Ich habe Angst. Tun Sie es trotzdem. Die Studenten kommen häufig zu uns und stellen uns Fragen über den geistlichen Dienst. Sie sagen, ich habe den Eindruck, dass Gott mich zum Predigen berufen hat, aber ich fühle mich einfach so ängstlich und nervös, wenn ich vor Leuten stehe. Ist Ihnen das je passiert? Lassen Sie mich Ihnen von meinem Predigen erzählen. 17 Jahre lang hatten wir eine Hauszellgruppe bei mir zu Hause. 15 Jahre lang kam ich zu spät. Ich war zu Hause, aber ich war im Bad, weil mir schlecht war. 15 Jahre lang. Die Gruppe bestand aus 30 Personen.
Ja, ich war jeden Mittwochabend physisch krank, 15 Jahre lang, weil ich 30 Leute geleitet habe. Wenn Studenten also sagen, ich bin nervös, wenn ich vor Leuten stehe, ist Ihnen das je passiert? Wann wird das weggehen? Möchte ich nicht wirklich sagen, schätzungsweise in etwa 15 Jahren? Nur weil sie dafür gesalbt sind, bedeutet nicht, dass sie davor keine Furcht haben. Tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich das zurücknehmen werde und wir streamen. Aber ich würde sagen, die zwei Wege, um herauszufinden, was sie tun sollten, sind, was lieben sie und wovor haben sie Angst? Was lieben sie und wovor haben sie Angst? Seit einigen Jahren mache ich immer diese Übung mit den Studenten. Okay, nehmt euch ein Stück Papier, euer Handy, irgendetwas zum Aufzeichnen und ich werde euch zwei Fragen stellen. Was würdet ihr tun, wenn ihr 10-mal mutiger wärt? Und was würdet ihr tun, wenn Geld keine Rolle spielt? Wir nehmen uns etwa 10 bis 15 Minuten Zeit und ich sage, ich will nicht, dass ihr antwortet, ich möchte, dass ihr betet und dann aufschreibt, was Gott euch sagt. Und sie tun das. Und am Ende des Unterrichts sage ich, seht euch an, was ihr aufgeschrieben habt. Das ist es, was ihr tun solltet. Und falls ihr auch nur etwas weniger als das tut, hat Furcht euch reduziert. Wenn Sie aufschreiben, wenn ich 10-mal mutiger wäre, würde ich Folgendes tun, und Sie tun das nicht, denken Sie darüber nach. Raten Sie, was Sie reduziert hat. Ich will sagen, wollen Sie ein reduziertes Leben leben? Ich meine, werden Sie auf Ihrem Sterbebett sagen, Mensch, ich wünschte, ich wäre weniger Risiko eingegangen? Nicht sehr wahrscheinlich. Ich hielt das für besser als Ihre Reaktion, aber es ist trotzdem gut. Josua und Caleb waren die einzigen beiden Menschen, die die Prophetie, dass Gott sie von Ägypten nach Kanaan bringen wird, gehört und tatsächlich erfüllt gesehen haben. Anders ausgedrückt, Gott prophezeite zu schätzungsweise 1,5 Millionen Menschen. Hier ist die Erfolgsquote. 2 von 1,5 Millionen Menschen sahen die Erfüllung der Verheißung. Sie denken, schlechte Prophetie. Nein. Ungläubige, furchtsame Menschen. Hier ist das Problem, das ich sehe. Josua und Caleb hatten keine Angst. Sie waren voller Glauben. In der Tat waren Josua und Caleb 2 der 12 Spione, die in das Land gegangen sind. Und als die 12 Spione zurückkamen, sagten 10 von ihnen, wir können es nicht einnehmen, es gibt Riesen in dem Land. Und Aaron und Mose fallen auf den Boden. Ich liebe Mose, er ist immer auf dem Boden. Die Leute beschweren sich, Mose fällt auf den Boden und Aaron ist wie, nun, wenn er da unten ist, bin ich auch da unten. Sie sind also beide auf dem Boden weinend. Sie sollten es lesen, es ist wunderschön. Sie sind beide auf dem Boden. Josua und Caleb sind nicht auf dem Boden, sie stehen aufrecht. Josua sagt zum Volk, und zu Mose, der auf dem Boden ist. Wir haben die Riesen gesehen, aber sie werden unsere Beute sein. Ich habe gehört, dass im Hebräischen heißt, unser tägliches Brot werden sie sein. Unser tägliches Brot gib uns heute. Josua sagte, wir haben die Riesen gesehen und sie werden unser tägliches Brot sein. Gib uns unser tägliches Brot. Wir werden sie vor dem Frühstück schlagen. Aber wissen Sie, dass Sie 40 Jahre lang nicht auf das gelobte Land gestoßen sind? Wissen Sie warum? Wegen der Leute, mit denen Sie herumhingen. Sie hingen mit Leuten herum, die Ihre Verheißung verzögert haben. Mir gefällt dieser Teil immer sehr. Manchmal müssen Sie Ihre Freunde abservieren, um Ihre Bestimmung zu finden. Ich weiß, ich erhalte immer sehr nette Briefe, wenn ich das teile, weil ich das bereits häufiger geteilt habe. Aber ich habe festgestellt, wie oft Jesus sagte, lasst die Toten ihre Toten begraben. Hey, wisst ihr was? Wenn ihr eure Mutter, eure Schwester, euren Bruder nicht hasst, könnt ihr mir nicht nachfolgen. Und ich realisierte, dass es ein Gleichgewicht im Evangelium gibt, wo Jesus lehrt, ihr sollt jeden lieben, Gott liebt jeden. Aber wenn es um ihren Sinn und ihre Bestimmung geht, ist er wie, manchmal müsst ihr die Leute, mit denen ihr euch umgebt, abservieren, um eure Bestimmung zu erfüllen. Natürlich sollten wir jeden lieben. Wir sollten die Armen immer bei uns haben. Wir sind dazu berufen, Jesaja 61, Kranke zu heilen, Gefangene freizulassen und den Geist der Menschen wiederherzustellen. Unser Dienst ist eine Sache, aber von wem wir uns beeinflussen lassen, kann darüber entscheiden, ob wir rechtzeitig oder überhaupt in das gelobte Land kommen.
Einige von Ihnen sehen gerade auf Bethel TV zu, vielleicht sehen Sie auf YouTube zu, und der Herr bringt Ihnen Menschen in den Sinn. Ich glaube, dass der Herr Ihnen gerade jetzt Menschen in den Sinn bringt und Gott sagt, ich höre dieses Wort. Diese Menschen halten dich von deinem Sinn und deiner Bestimmung ab. Manchmal haben wir mehr Angst vor den Menschen, mit denen wir in einer Beziehung sind, als vor dem Gott, den wir lieben. Ich sage Ihnen, wann immer Sie jemanden vor Gott stellen, machen Sie ihn zu einem Götzen. Okay. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, aber bildlich gesprochen trägt jeder einen Eimer Wasser und einen Eimer Benzin. Und das Ziel ist es, Menschen zu finden, die Benzin auf das Feuer ihrer Leidenschaft und Wasser auf das Feuer ihrer Ängste gießen. Aber die Herausforderung ist, dass viele Menschen Benzin auf das Feuer ihrer Ängste gießen. Manche Menschen bringen Fröhlichkeit, wohin sie auch gehen, und manche Menschen bringen Fröhlichkeit, wann immer sie gehen. Wer von beiden möchten Sie sein? Ernsthaft, wir müssen unsere Freunde klug auswählen. Wenn ich Freunde sage, dann rede ich von der Art Freunde, von denen Sprüche redet, wenn es heißt, Eisen wird durch Eisen geschärft und ein Mann schärft das Angesicht seines Nächsten. Treu gemeint sind die Schläge des Freundes. Ich rede von der Art Freunde, die uns nahe sind, denn Freunde sind wichtig. Es gab einen berühmten Geistlichen, der sagte, zeig mir deine Freunde und ich zeige dir dein Schicksal. Wie wir unsere Freunde auswählen, ist wichtig. Wie oft haben wir über unsere Kinder oder die Kinder unserer Freunde gesagt, sie haben sich einfach mit den falschen Leuten eingelassen? Paulus sagt im 1. Korintherbrief, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. In Sprüche heißt es, wer mit Weisen umgeht, wird weise, aber wer sich mit Toren einlässt, dem wird es schlecht gehen. Das ist gesunder Menschenverstand. Wenn Sie mutig sein wollen, verbringen Sie Zeit mit anderen mutigen Menschen. Wäre es nicht toll, wenn Bethel ein Haus von Helden und Heldinnen werden würde? Wäre das nicht toll, wenn dies ein Ort von Helden und Heldinnen wäre? Ich werde einfach so inspiriert von meinem Predigen. Sorry. Entschuldigung. Chris Hill sagte, Sie können nicht überwinden, was Sie sich weigern zu konfrontieren. Ich halte das für so wahr. Ich möchte Ihnen ein paar Eigenschaften von Mut nennen. Ich werde es schnell tun. Was ist Mut? Mut weigert sich aufzugeben, lange nachdem jeder nach Hause gegangen ist. Manchmal wird Mut einfach durch Beharrlichkeit repräsentiert. Sie geben einfach nicht auf. Es ist nicht so, dass Sie etwas haben, das andere nicht haben. Sie haben nicht mehr als andere, Sie behalten es nur länger im Feuer. Nummer zwei, wenn Menschen insistieren, dass sie sich nicht ändern können, sagt Mut, dass sie besser sind als das. Nummer drei, Mut weigert sich, die Temperatur der Menge zu messen, um zu bestimmen, welche Werte gerade in Mode sind. Nummer vier, Mut fällt hin, aber er steht wieder auf. Und wenn er eine Schlacht verliert, ringt er um einen Sieg. Wieder Beharrlichkeit. Nummer fünf, Mut duckt sich nicht angesichts öffentlicher Meinung oder schwankt, wenn die Welt schwafelt. Nummer 6. Wenn die Stimme der Vernunft und der gesunde Menschenverstand stottern, stößt Mut einen deutlich vernehmbaren Ruf aus. Ich halte das gerade jetzt für so wichtig. Wir haben Leute, die sagen, dies ist richtig, jenes ist richtig, wir wissen nicht, welches Geschlecht wir haben. Wir überschlagen uns, es allen recht zu machen. Mut tut das nicht. Mut steht inmitten all dessen mit Liebe auf und sagt, nein, das ist der Weg nach vorn. Hören Sie, das ist keine Zeit für Rückzug, das ist eine Zeit zu sagen, das ist der Weg nach vorn. Nummer 7. Wenn Furcht sagt, dimmt das Licht, sagt Mut, steh auf, werde Licht. Nummer 8. Wenn das Leben die ausgetretenen Pfade verlässt, genießt Mut die Reise. So viele von uns gehen an Orte, wo wir noch nie waren. Hier drin sind Leute, die gerade erst gesagt haben, hey, ich bin gerade nach Bethel gekommen. Ich sage, ja, das sind sie und wir alle sehen es in dem Blick in ihre Augen. Und zwar, ich weiß nicht, wohin ich gehe. Abrahams und Sarahs erstes prophetisches Wort war nicht, wohin sie gehen sollten. Gott sagte, geh aus dem Land der Chaldäer in das Land, das ich dir zeigen werde. Sie wussten nicht, wohin sie gingen. Wenn sie Abraham fragen würden, hey, wohin geht ihr? Wüsste er es nicht. Er wusste nur, wo er nicht bleiben konnte. Das Einzige, was ihnen Frieden bringt, wenn sie die Karte verlassen, ist der Kompass von Jesus. So habe ich mich während Covid gefühlt. Die nervenaufreibendste Sache an Covid war nicht, offensichtlich hat vieles da hineingespielt, aber der größte Teil war die Unberechenbarkeit des Lebens. Ich hatte den Eindruck, dass der Herr zu mir sagte, du musst dir keine Sorgen um die Berechenbarkeit des Lebens machen, wenn du meine Berechenbarkeit verstehst. Wir müssen also manchmal von unserem Weg abweichen und dafür sorgen, dass unser Glaube nicht darin verwurzelt ist, wohin wir gehen, sondern wer uns leitet.
Vor ein paar Tagen, als ich früh am Morgen gebetet habe, hörte ich dieses Wort, diesen Ausdruck, Liga der Schatten. Ich dachte, Liga der Schatten? Und ich erinnerte mich an Psalm 23, das erste Kapitel der Bibel, das ich auswendig gelernt habe. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele. Yay, auch wenn ich, Sie merken, dass ich aus der King James auswendig gelernt habe, weil es eine sehr schlechte Übersetzung ist. Niemand sagt yay, wenn er durch das Tal geht, oder? Sie denken, oh nein, aber nicht yay. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschatten, sagen Sie bitte Todesschatten, fürchte ich kein Unheil? Oh, diesen Teil mussten Sie nicht sagen. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus des Herrn für immer. Ich wollte auf zwei Dinge hinweisen. Erstens, wenn Sie Angst bekommen, werden Sie sich des Teufels bewusst. Sie könnten verschwörungsüberbewusst werden. Hier ist die Herausforderung damit. Ist Ihnen aufgefallen, dass als er durch das Tal des Todesschattens hindurchgekommen ist, die nächste Lebensphase war, mit dem Herrn zu schlemmen, in Gegenwart des Teufels? Ist Ihnen aufgefallen, dass der Herr Schlemmen zur Waffe gemacht hat? Ich weiß, Sie denken, ja, du siehst aus, als würdest du dir das sehr zu Herzen nehmen. Und ich möchte sagen, Sie können fassen, wenn Sie wollen, aber ich weiß, was ich tue. Ich weise darauf hin, dass als David im größten Moment des Friedens in seinem Leben war, der Herr den Teufel zwang, zuzusehen. Ich weise darauf hin, dass sie, wenn sie furchtsam werden, sich des Teufels bewusst werden. Sie können an nichts anderes denken als den Teufel, während sie mit dem Herrn essen. Häufig schreiben wir Anbetungslieder, die vom Teufel handeln. Und ich werde den Teufel besiegen und der Teufel ist dies. Wir schreiben diese Kampflieder und ich sage, ich denke, wir haben ein Essen mit Jesus. Vielleicht sollten wir über ihn nachdenken. Guter Punkt. Zweitens möchte ich sagen, Sie sollten Ihre Gesichter sehen. Zweitens möchte ich sagen, dass wo auch immer Schatten ist, da ist Licht. Es ist nur ein Todesschatten. Es ist nur der Feind, der flüstert, du wirst sterben. Aber er hat keine Macht, das herbeizuführen. Furcht, falsche Beweise, die real erscheinen. Ich weiß, dass Sorgen funktionieren, weil alles, worüber ich mir Sorgen gemacht habe, nie geschehen ist. Das ist nicht in der Bibel und auch nicht in meinen Notizen. Mein Punkt ist, dass die Dinge, über die ich mir Sorgen mache, nie passieren und über die schlimmsten Sachen, die in meinem Leben passiert sind, habe ich mir nie Sorgen gemacht. Worüber machen Sie sich also Sorgen? Ich sage, dass der Herr sich darum kümmern wird. Gehen Sie bitte zu 1. Samuel 17. Ich möchte nur ein paar Minuten über David und Goliath sprechen. Und die Philister sammelten ihre Heere zum Kampf und versammelten sich zu Socho in Juda und lagerten sich bei Ephes-Damim zwischen Socho und Azeka. Es ist wirklich interessant. Lassen Sie mich in meine Notizen sehen. Das Wort Socho bedeutet Hecke und das Wort Azeka bedeutet Graben. Und Ephes-Damim bedeutet am Rande von Blut. Einfach ausgedrückt, der Schauplatz von David und Goliath ist, dass David zwischen einem Felsen und einem harten Ort stand und das am Rande von Blut genannt wurde. Beinahe jeder große Sieg geht mit dem Risiko des Todes einher. Die Wahrheit ist, dass Sie die Welt nicht verändern werden, bis Sie sich entschieden haben, dass Sie vielleicht Ihr Leben dafür geben. Wenn Sie nichts haben, wofür es sich lohnt zu sterben, leben Sie nicht wirklich. Sobald Sie die Furcht vor dem Tod verlieren, hören Sie, wenn Sie keine Angst haben zu sterben und nicht gekauft werden können, können Sie nicht gestoppt werden. Das ist ein gutes Wort. Machen wir weiter. Vers 4. Und ein Vorkämpfer trat aus den Lagern der Philister heraus, und sein Name war Goliath aus Gat. Seine Größe war 6 Ellen und eine Spanne, und er hatte einen bronzenen Helm auf seinem Kopf und war mit einem Schuppenpanzer bekleidet. Ich habe diese Verse ausgewählt, weil manchmal das, was wir Glauben nennen, in Wirklichkeit Leugnen ist. Ist Ihnen aufgefallen, dass die Bibel eine vollständige Beschreibung des Riesen gibt? Was genau er trägt, wie schwer er ist, wie groß er ist, wie viel Rüstung er hat. Wissen Sie warum? Weil die Bibel uns lehrt, dass wenn Sie Glauben haben, Sie sich die Fakten ansehen und trotzdem Hoffnung haben können.
So oft ist das, was ich als Glauben beschrieben bekomme, in Wahrheit Furcht. Es hat sich nur in ein Glaubenskostüm gekleidet. Manchmal tarnt sich Furcht als Weisheit. Leute sagen Dinge wie, ich werde nicht zum Arzt gehen, weil ich weiß, dass der Herr mich heilen wird. Oder sie gehen nicht zum Arzt, weil sie Angst haben, herauszufinden, was wirklich mit ihnen stimmt. Waren sie schon mal richtig pleite und wollten ihren Kontostand nicht ausgleichen? Sie sagen, oh, der Herr versorgt. Wenn der Herr versorgt, dann sollten sie in der Lage sein, sich ihren Kontostand anzusehen und zu verstehen, dass Gott größer ist als ihr negatives Konto. Als Nehemia die Anführer Israels inspirierte, die Stadtmauern wieder aufzubauen, war das Erste, was er neben Beten tat, alle Mauern zu inspizieren und aufzuschreiben. Hören Sie, er schrieb im Detail auf, was nicht stimmte, und kam dann zu den Anführern und sagte als ein Bekenntnis von Glauben, seht euch die schlimme Lage an, in der wir stecken. Solange Sie Ihre schlechte Situation nicht mit Hoffnung betrachten können, haben Sie nicht wirklich Glauben. Ich versuche nicht, Sie zu beschuldigen, Sie haben nicht wirklich Glauben. Ich will sagen, dass Sie wissen sollten, dass Sie keinen Glauben haben, damit Sie Glauben für die Situation bekommen können. Sie ansehen und sagen können, ich habe Hoffnung, dass du besiegt werden wirst, ich weiß, dass du groß bist, ich weiß, dass du ein Bronzeschild hast, ich weiß, dass du größer bist als ich, aber ich werde dich trotzdem vernichten. Vers 8. Und er stellte sich hin, rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen, wozu zieht ihr aus, um euch in Schlachtordnung aufzustellen? Bin ich nicht der Philister und ihr die Knechte Sauls? Bestimmt ein Mann von euch, dass er zu mir herabkommt. Wenn er mit mir zu kämpfen vermag und mich erschlägt, dann werden wir eure Knechte sein. Wenn ich ihn aber überwinde und ihn erschlage, dann sollt ihr unsere Knechte sein. Ihr persönlicher Sieg wird zu einem gemeinschaftlichen Schutz. Goliath sagte, David, wenn du mich schlägst, werden wir alle euch dienen. Mein Punkt ist folgender, wir müssen die Riesen besiegen, die uns in unserer Zeit und Bestimmung zugewiesen sind, denn wenn wir es nicht tun, müssen unsere Kinder sich darum kümmern. Ist Ihnen klar, dass der Riese in unserem Land ein Riese in Ihrem Land sein wird, wenn wir den Riesen nicht aus unserem Land entfernen? Wenn Sie Ihre Sucht, Ihr Problem nicht besiegen, wenn Sie sich nicht um Ihr Wutproblem kümmern, wenn Sie sich nicht um das Problem in Ihrem Land kümmern, werden Ihre Kinder diese Sache erben, die Sie aus Ihrem Land vertreiben sollten. Aber wenn Sie sie vertreiben, werden Ihre Kinder Ihren Sieg erben. In Vers 12 heißt es, David nun war der Sohn jenes Ephratitas von Bethlehem in Juda mit neben Isai. Er war der Sohn jenes Ephratitas von Bethlehem in Juda mit Namen Isai, der 8 Söhne hatte. Ich will Ihnen nur etwas zeigen, das ich irgendwie cool finde. Der Name David bedeutet Geliebter, Ephratita bedeutet geschützt, Bethlehem bedeutet Haus des Brotes, Isai bedeutet, ich werde das Land besitzen, und David war der 8. Sohn, was die Zahl des Neubeginns ist. Mein Punkt ist, dass er auf keinen Fall verlieren konnte. Er war dafür vorherbestimmt, gesegnet zu werden. Ich sage, dass David nicht verlieren konnte. Der Riese wusste nicht, dass David prophetisch der richtige Mann für die richtige Zeit war, vollkommen geschützt, der 8. Mann, ein Neubeginn. Er wurde geboren, um zu gewinnen, genau wie Sie. Sie wurden in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Was bedeutet das? Dass Gott das Werk vorbereitet hat und Sie dann für das Werk vorbereitet hat. Wenn Sie sagen, oh, das ist zu groß für mich. Wenn Gott Sie dorthin gestellt hat, ist es nicht zu groß für Sie, weil er das Werk und dann Sie vorbereitet hat, damit Sie voll ausgerüstet sind für jedes gute Werk in Christus Jesus. Sie wurden geboren, um mehr als ein Überwinder zu sein. Wenn der Teufel in Ihren Park kommt, hat er einen Fehler gemacht. Wissen Sie, als Jesus für 40 Tage in die Wüste geführt wurde und fastete und hungrig und schwach wurde? Verstehen Sie, was da vor sich geht? Der Herr hat Jesus geschwächt, um den Teufel in die Wüste zu locken. Nicht damit Jesus verliert, sondern der Teufel. Der Herr sagte, sieh hier rüber, sieh, er sieht schwach aus, er sieht gebrochen aus. Er hat den Teufel in einen Kampf gelockt und Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt und verließ sie in der Kraft des Geistes.
Manchmal sind sie wirklich schwach und denken, oh Mann, meine Tage sind schlimm. Wenn sie schwach sind, ist er stark. Manchmal ködert er ihren Feind. Sie denken, ich fühle mich so niedergedrückt. Nein, sie sind nicht niedergedrückt, sie sind in einem Kampf, den zu gewinnen sie geboren wurden. Wissen Sie, dass Sie nicht um den Sieg kämpfen? Sie kämpfen vom Sieg aus. Sie können nicht verlieren, der Kampf ist bereits vorbei. Wenn der Teufel an Ihrem Haus ist und Gott ihn so weit hat kommen lassen, dann nicht, um Sie zu schlagen. Oh mein Mann, der Teufel ist hinter mir her. Er kann nicht so dumm sein. Er ist entwaffnet und besiegt. Er hat keine Arme und keine Füße. Jesus sagte, mir ist alle Macht gegeben. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Wenn der Feind in ihr Lager kommt, hat er Wahnvorstellungen. Diese Dinge, die Leute ständig sagen wie, ich habe dieses Problem mit dem Teufel. Sie sollten ein Problem mit sich selbst haben. Ich höre knirschende Knochen unter ihren Füßen. Sie haben das nicht verstanden, aber wie auch immer. Okay. Vers 20. Ich werde ein paar Minuten überziehen. In Vers 20 heißt es, dass David sein Gepäck beim Gepäckhüter ließ. Was wirklich ein großer Kontrast zu König Saul ist, der zu der Zeit König ist. Es heißt in 1. Samuel 10, dass als sie versuchten, Saul zum König zu salben, er sich beim Gepäck versteckte. Ist das nicht lustig? Saul war einen Kopf größer als jeder andere in Israel. Wer ist in Israel am besten qualifiziert, gegen einen Riesen anzutreten? Übrigens, wussten Sie, dass vor David Sauls Vater der berühmteste Krieger in der Geschichte Israels war? Er ist voll ausgerüstet für den Riesen, aber er hat keinen Mut. Er versteckt sich beim Gepäck. David wird als gut aussehend, rötlich und rothaarig beschrieben. Wissen Sie, was das bedeutet? Er sieht nicht aus wie ein Krieger oder König. Aber wissen Sie was? Er ließ sein Gepäck beim Gepäckhüter. Sie können Goliath nicht besiegen, wenn Sie Ihr Gepäck mit sich herumschleppen? Wenn Sie sagen, oh, ich habe eine Scheidung durchgemacht, ich hatte einen geschäftlichen Misserfolg, ich hatte einen Nervenzusammenbruch, oh, der Herr hat es dieses Mal nicht getan. Das schleppe ich mit mir herum und wundere mich, warum ich keinen Mut habe. Paulus sagte, ich vergesse, was da hinten ist. Das ist ein Mensch, der Christen ermordet hat. Als er sagte, ich vergesse, was da hinten ist, hat er nicht von einem kleinen geschäftlichen Misserfolg gesprochen. Er meint, ja, ich habe eine Menge Leute umgebracht. Tatsächlich fungiert Paulus als ein Pastor für Menschen, die vermutlich Familienmitglieder wegen ihm verloren haben. Als er sagte, ich vergesse, was da hinten ist, meinte er, ich vergesse, was da hinten ist. Wenn Paulus über seine Taten nachgedacht hätte, hätte er niemals tun können, was er getan hat. Und ich sage, Bedauern wird sie töten. Jesus sagte, niemand, der seine Hand an den Flug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Lassen Sie los! Lassen Sie Ihr Gepäck beim Gepäckhüter. Nun, du weißt nicht, was ich getan habe. Sie wissen nicht, was er getan hat. In Vers 25 hört David die Soldaten darüber reden, was der König dem Mann geben wird, der Goliath besiegt. Seine Tochter. Steuerfrei. Nicht die Tochter steuerfrei. Ich glaube, da ist irgendwo ein Komma. Er fängt an, sich zu erkundigen. Dreimal erkundigt er sich, und was ist die Belohnung? Was ist die Belohnung? Dann sagen seine Brüder, geh nach Hause, du kleiner Grünschnabel. Geh, spiel mit deinen Schafen. Ich möchte zwei Punkte machen. Erstens, stellen Sie sicher, dass es eine Belohnung gibt. Und stellen Sie sicher, dass die Belohnung den Kampf wert ist. Manchmal haben wir keinen Mut, weil wir unsere ganze Zeit damit verbringen, uns mit Leuten auf Facebook zu streiten. Das raubt uns den Mut für das, was wir wirklich tun sollten. Ich bin 3 Stunden aufgeblieben und habe es ihm gesagt. Ja, sie hatten 3 Stunden weniger Schlaf, weil sie sich auf eine Schlacht ohne Trophäe eingelassen haben. Keine Trophäe! Sie haben einen Kampf mit jemandem gewonnen, der sie immer noch nicht mag. Ich stecke sie einfach ins Fegefeuer. Puff! Chris Valentin ist ein Sektenführer. Puff! Verschwunden! Das ist der beste Button, den ich je hatte. Ich fühle mich kraftvoll. Ich werde meine Zeit nicht mit einem Kampf verschwenden, für den es keine Trophäe oder ehrenvolle Erwähnung gibt.
brachte eine Plastiktrophäe mit ehrenvoller Erwähnung nach Hause. Was hast du getan? Ich habe 4 Tage lang auf Instagram gekämpft und gewonnen. Du hast nicht gewonnen. Du bist ein Idiot. Woher ich das weiß? Weil ich selbst schon oft ein Idiot war. Und manchmal müssen sie erst ihre Brüder bekämpfen, bevor sie Goliath bekämpfen können. Ich sollte vor ein paar Minuten fertig sein. Also werde ich Ihnen diesen Teil der Schlacht vorlesen. 1. Samuel 17, 41. Und der Philister ging und kam David immer näher. Und der Mann, der den Schild trug, ging vor ihm her. Als aber der Philister hinschaute und David sah, verachtete er ihn, weil er noch jung war. Und er war rötlich und schön von Aussehen. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Der Philister sagte zu David, komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe. Mensch, ich liebe dieses Zeug. Ich meine, ich bin froh, dass ich im Neuen Bund lebe, aber ich mag alttestamentliche Filme. Und David antwortete dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Lanz und Kurzschwert, ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Und die Leichen des Heeres der Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde geben. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer rettet, denn des Herrn ist der Kampf und er wird euch in unsere Hand geben. Und der nächste Vers sagt, dass David auf das Schlachtfeld rannte. Wenn sie nicht auf das Schlachtfeld rennen, sie auf dem Weg dorthin nachdenken werden. Ich habe gerade erst geschrieben, je länger sie ein Problem vermeiden, desto größer wird das Monster, bis es sie schließlich frisst. Es ist am besten, es zu schlagen, solange es ein Babymonster ist. Ich möchte mit ein paar Gedanken abschließen. Die Kinder Israels gingen nicht ins gelobte Land. Wir haben darüber gesprochen, 40 Jahre lang wegen der Riesen. 40 Jahre lang wegen der Riesen. Wussten Sie, dass als sie ins gelobte Land kamen, sie 374 Jahre lang keine Riesen sahen? Und dann hat ein Junge mit einem Stein ihn getötet. Ich meine, denken Sie darüber nach. Sie hatten Angst, in das gelobte Land zu gehen, und als sie schließlich hineinzogen, sahen sie 374 verflixte Jahre lang keinen Riesen. Und dann, als der Riese schließlich auftaucht, wird er von einem 15-Jährigen mit einem Stein getötet. Mein Punkt ist, was hält Sie von Ihrem gelobten Land fern? Das ist ein gutes Wort. Stehen Sie bitte auf. Ich werde für Sie beten. Ich werde ständig gefragt, wie geht es dir? Ständig. Das ist die natürliche Begrüßung, richtig? Wie geht es dir? Ich glaube, es wird von Ihnen erwartet, ausgezeichnet zu sagen, aber ich sage immer, überwiegend gut. Ich bin sicher, dass das die Leute überrascht. Ich bin mir nicht sicher, ob es meine Transparenz ist oder die Abweichung von der Standardantwort ausgezeichnet. Aber die Wahrheit ist, meistens geht es mir persönlich wirklich gut und an vielen Tagen sogar ausgezeichnet. Aber ich bin ein Leiter und für Tausende von Menschen verantwortlich, die ich alle liebe. Zudem liegt mir eine Stadt am Herzen, die sich, glaube ich, zu einer Modellstadt von extremem Segen, Gunst und Spaß entwickelt. Außerdem bin ich zu Kalifornien berufen, das sich moralisch in freiem Fall befindet. Während andere unseren Staat in Scharen verlassen, habe ich diese Option nicht, weil das mein gelobtes Land, mein Kanaan ist. Ich wurde hier geboren. Meine Kinder wurden hier geboren, meine Enkel und jetzt auch meine Urenkel. Abgesehen davon wurde ich nicht geboren, um mich angesichts von Schwierigkeiten zurückzuziehen oder zurückzuweichen. Feiglinge tun das und ich bin kein Feigling. Das ist mein Land, das Land meiner Vorväter und Mütter. Ich werde mich nicht von unmoralischen Aktivisten oder antichristlichen Extremisten vertreiben lassen. Ich bin ein Siedler, ein Träumer. Ich liebe Gott, Menschen und Land. Könnten Sie bitte alle, auch unsere Online-Zuschauer, Ihre Hand auf Ihre Brust legen, so? Weil ich den Eindruck habe, dass ich Ihnen etwas impartieren, etwas übertragen soll. Ich habe dieses Bild von wilden Männern gesehen. Wilde Männer. Mächtige, wilde Männer und Frauen.
Wie in Apostelgeschichte. Ich glaube, es ist in Kapitel 3 oder 4, wo sie das Wort predigen. Und die Bibel sagt uns, dass sie das Wort mutig und unerschrocken verkündigten. Dann kamen sie zusammen und beteten um mehr Mut. Und es heißt, dass der Ort, wo sie sich versammelt hatten, bebte und dass sie alle mehr Mut empfingen. Ich habe den Eindruck, dass wir da, wo wir hingehen, mehr Mut brauchen. Ich möchte das gerade jetzt freisetzen. Ich möchte Sie ermutigen. Das heute war keine Lehre, wie Sie sehen können. Es war eine Ermunterung. Das Ziel einer Ermunterung ist es nicht, Ihrem Kopf etwas beizubringen, sondern Ihrem Herzen Mut zu geben, es zu tun. Herr, ich setze gerade jetzt über jeder einzelnen Person in unserer Versammlung, sei es online oder im Raum, Mut frei, dass sie tun, was sie noch nie zuvor getan haben. Und Herr, dass sie, wann immer sie schwach sind, wissen, dass du stark bist und dass deine Kraft tatsächlich zur Vollendung kommt, wenn ich mich schwach fühle. Herr, ich bete, dass du sie davon überzeugst, dass sie zum Siegen geboren sind, dass sie designt wurden, jedes Hindernis zu überwinden, das ihnen in den Weg gestellt wird. Herr, ich setze die Stärke und den Mut und die Kraft frei, vollkommen lebendig zu sein und vollen Erfolg darin zu finden, anderen Menschen zu helfen, Erfolg zu finden. In Jesu Namen. Amen.